Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Fall Guys Video, in dem ich mit euch ein bisschen über die neue Season 2 sprechen möchte, die ja demnächst rauskommt. Und dazu gibt es sicherlich einige Fragen, die ich auch beantworten möchte. Alles, was bisher herausgekommen ist, würde ich jetzt hier mal zeigen. Und falls ihr noch weitere Fragen habt, dann hinterlasst doch einfach einen Kommentar. Dem antworte ich dann natürlich auch so schnell wie möglich. Ja, anfangen würde ich einfach mit dem Teaser. Den kennen ja die meisten schon. Aber nochmal zum Einstieg, damit alle wissen, worum es tatsächlich geht. You'll be dressing your Fall Guy as a medieval hero and competing across brand new rounds inspired by epic quests from the Middle Ages. Traverse giant drawbridges, dodge swinging axes, and scale movable siege ramps in the quest for ultimate game show glory. Enjoyed the sneak peek of Fall Guys Season 2. We're still adding the finishing touches to development, but if you want to stay up to date, then at Fall Guys Game on Twitter is where you want to be. See you on the start line. Ja, wie ihr sehen konntet, ganz schön viele Neuerungen. Gibt's ja auch ein neues Thema, wobei bei der ersten Season gab es ja noch gar kein Thema. Bei der zweiten Season gibt es halt das Thema Mittelalter, Magier und Hexen. Und das soll ja auch noch mit dem Halloween-Thema vereinheitlicht werden, weil es ja jetzt auch im Oktober rauskommt. Ende Oktober wisst ihr ja Halloween. Und das soll auch noch mit in der neuen Season mit reingebracht werden. Ich würde euch gerne noch ein paar Bilder zeigen. Und zwar seht ihr hier einen Twitter-Post von Fall Guys, die jetzt gesagt haben, dass die Season 2 wohl am 8. Oktober herauskommen soll, am Donnerstag, und nicht wie letzte Woche veröffentlicht wurde, am 6. Oktober. Außerdem verdoppelt Fall Guys die Erfahrungspunkte, die man erspielt jetzt zwischen Season 1 und Season 2. Ist besonders für die Leute interessant, die das Level 40 noch nicht erreicht haben im Battle Pass. Die erspielten Sachen wird es ja dann auch nie wieder geben, deswegen haltet euch ran, Leute. Jetzt ist die Chance dafür. Wenn ich mir da aber dann das Spiel angucke, hier auf dem Saisonverlauf, und dann oben schaue, hier steht ja immer noch, dass die Season 1 in 3 Tagen endet. Würde ja bedeuten, dass es am 6. Oktober enden würde. Heißt das dann, dass wir 2 Tage kein Fall Guys spielen können? Oder wird das nochmal aktualisiert? Das ist jetzt hier die große Frage. Ein weiteres veröffentlichtes Bild auf dem Twitter-Account von Fall Guys war das Bild hier. Hier sieht man 4 verschiedene Charaktere, die scheinbar freigespielt werden können oder die zumindest verfügbar sein sollen. Kann man sich natürlich jetzt viele Gedanken machen. Also was ich hier erkennen würde, ist auf der rechten Seite sowas wie eine Prinzessin oder ein Magier oder sowas. Dann links daneben so ein Hofnarr oder so eine Art Joker. Dann daneben würde ich sagen, das könnte irgendwie ein Tier sein, irgendwie sowas wie ein Drache. Ein Pferd oder sowas, wobei für ein Pferd hat die Figur ein bisschen zu kleine Ohren. Und ganz links, ja, das ist eine gute Frage, irgendwie sowas wie so ein Frankenstein oder sowas mit deinen Nähten obendrauf. Habt ihr irgendwelche Ideen, was das sein könnte? Dann schreibt es doch einfach unten rein. Das hier ist schon ein bisschen älter, das Bild. War auch auf dem Twitter-Account von Fall Guys zu sehen. Und da sieht man zum einen diesen großen, eingekreisten neuen Freund von Big Yeetis. Da gab es auch einige Leute, die da schon drauf geantwortet haben, wie man den wohl nennen könnte. Wie der jetzt letztendlich heißen wird, wird sich wohl erst zum neuen Update herausstellen, beziehungsweise zu der neuen Season. Aber was man auch erkennen kann, ist, wie ein neues Level aussieht oder aussehen könnte. Diese schleimige Rutsche da oben, die erinnert mich so ein bisschen an das Level Torhunger. Am Ende musste man ja auch so eine glitschige Wand runterrutschen und am Ende zur Ziellinie rüberspringen. Jetzt haben wir da noch so, ja, Damoklesschwerter möchte ich die mal nennen, die einen da wahrscheinlich von dieser Glitchbahn runterschubsen können.
Und am Ende muss man da wahrscheinlich auch rüberspringen, um in diesen Bereich hereinzukommen. Aber da sieht man auch, dass da Löcher im Boden sind. Also das könnte echt interessant werden, weil man ja nicht nur von dieser Rolle da weggehauen werden kann, sondern man kann sogar auch in die Löcher reinfallen und wahrscheinlich muss man dann direkt wieder von vorne anfangen. Hier nochmal eine Großbildaufnahme von dem Freund. Ja, in dem veröffentlichten Bild sieht man, dass der Eiergerangel bleibt, nur in der neuen Umgebung. Und man sehen kann hier, der gelbe Fall Guy hier vorne läuft da so eine Traverse hoch, um sich dem Eiernest zu nähern. Hier im nächsten Bild sieht man das Ringespiel. Also das wird es vermutlich auch geben. Teamspiele werden wohl dann recht ähnlich bleiben. Aber hier sieht man auch schon verschiedene Möglichkeiten, wieder in verschiedenen Ebenen Ringe durchspringen zu müssen, ne? Ah, und hier sieht man jetzt ein komplett neues Spiel. Da muss man versuchen, über Wände hinüberzukommen. Allerdings muss man da auch Kisten hin und her bewegen. Und diese Kisten kann man wohl alleine bewegen, kann man aber auch im Team bewegen. Es sieht auch so aus, als ob es verschiedene Höhen der Kisten gibt. Also eventuell reicht es gar nicht, eine Kiste vor die Wand zu schieben, weil die Kiste einfach zu niedrig ist. Da wird man zusammenarbeiten müssen, nur da wird es wahrscheinlich auch diverse Leute geben, die zu verhindern wissen wollen, dass man darüber kommt und sich für die nächste Runde qualifiziert. Also dieses Spiel ist dann komplett neu. Es gibt noch ein weiteres Video, was Fall Guys auf Twitter geteilt hat. Und zwar gab es wohl häufiger die Anfrage, dass wenn man zu mehreren Spielern in der Lobby ist, dass sie in dem Matchmaking-Screen nur alleine zum Spiel fliegen oder runterfallen. Und das wurde jetzt geändert, indem man halt die gesamte Lobby sieht. Also wenn man zu dritt in der Lobby ist, wie hier, dann fliegt man auch zu dritt, bis das Spiel dann anfängt. Ich zeige euch mal das Video schnell. Also das ist auch noch eine Neuerung, die Fall Guys in die Season 2 mit reinpackt. Und dann gibt es noch eine Neuerung, die veröffentlicht wurde. Die möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Und zwar geht es da um den Anpassen-Bildschirm, also um diesen Bildschirm. Aktuell können wir ja nur unsere Outfits auswählen und die Theatralik, also unsere Emotes, sowohl in-game als auch dann nach einem Sieg. Und da soll es noch ein drittes Icon hinzukommen. Das möchte ich euch auch kurz zeigen. Und zwar geht es dann um dieses Interface-Icon, was ihr hier sehen könnt auf der rechten Seite. Und zu diesem Interface-Icon hat Fall Guys, wie gesagt, auch ein Video hochgebracht. Ich möchte euch mal kurz vorspielen. Hi, I'm Oliver, Community Manager, and I wanted to show you a new feature that we're adding to Season 2 of Fall Guys. So, basically, you come into your customizer, and you can now go to Interface. And then in the interface, you can choose a banner for your name. So I've got a few options unlocked here to show you. You've got pizza, crown, you've got the pride flag, watermelon. It's all to play for. And then you can also choose a nickname. So we've got Big Yeeted, Cool Bean, Good Egg, Rookie, trying their best. Awesome. And then on top of this, the devs have said that if I get a list of names together, I can get some special community names added in there as well. So things like Fall King for Blades, and we can have stuff like Community Blessed for anyone who does anything particularly awesome in the community. We can just add loads of really cool custom one-of-a-kind names for awesome events. So I'm super excited about this, and hopefully you are as well. Also wie ihr im Video gerade gesehen habt, geht es ja vornehmlich hier um den linken unteren Bereich, um das Namenskärtchen, wo jetzt ja noch einfach nur Fall Guy und eine Random-Nummer drin steht, zumindest wenn man auf PC spielt. Für die PC-Spieler gibt es jetzt auch die Neuerung, dass man da tatsächlich die Karte sogar anpassen kann, also neben dem Namen auch noch das Symbol. Da hat er jetzt gerade 6 Stück gezeigt, da werden sicherlich noch mehr dazukommen, vielleicht zum Kaufen, vielleicht zum Freischalten und noch ja so spezielle Nicknames, wo er auch gesagt hat, dass die Fall Guys-Macher durchaus gewillt sind, da noch mehr Namen reinzupacken. Also Leute, das waren so die Informationen, die ich bisher herausgefunden habe. Ich fasse das Ganze einfach nochmal schnell zusammen. Die Season 2 soll vermutlich am 8. Oktober starten, nicht wie bisher bekannt gegeben wurde am 6., sondern tatsächlich am 8. Oktober. Bis die Season 2 startet, gibt es doppelte XP, besonders wichtig für die Leute, die noch nicht Level 40 im Battle Pass erreicht haben. Das Ganze gilt bis zum Start der Season 2. In der Season 2 gibt es dann
neue Skins und alle haben das Thema Mittelalter, möglicherweise auch Halloween. Dann gibt es natürlich neue Level und natürlich auch neue Hindernisse. Teilweise werden die Spielkonzepte aber gleich bleiben. Zum Beispiel haben wir gesehen in den Teamspielen, da wird das Ganze nur in ein anderes Gewand gepackt. Also das Level ändert sich, allerdings das Spiel selber bleibt das gleiche. Wenn man in der Lobby zu mehreren Spielern ist, dann kann man im Matchmaking-Screen mit den anderen aus der Lobby zusammen ins Spiel fliegen. Also man fliegt nicht die ganze Zeit alleine. Und die Namensschildänderung ist auch möglich für die Leute, die am PC spielen. Da kann man das Namensschild individuell anpassen, also Symbol auswählen und noch einen Nickname dazu. Ich hoffe, das Ganze war informativ für euch. Falls ja, dann lasst mir doch ein Abo da und einen Daumen nach oben. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und macht euch bereit, Season 2 kommt. Bis dann, ciao!